1938 ist Adolf Hitler seit 5 Jahren an der Macht. Jetzt schickt sich der Führer und Reichskanzler der Deutschen an, seine größenwahnsinnigen Pläne für Europa in die Tat umzusetzen. Hitler und das Regime sind dabei, nun den Sprung in eine Kriegspolitik zu unternehmen. Das Problem ist aber vor allem, dass die eigene Bevölkerung keinen Krieg will. Hitler hatte sehr genaue Intentionen, was passieren soll, aber nicht unbedingt, wie es passieren soll, sondern das kam dann immer aus der jeweiligen Situation heraus. Er war sehr gut darin, dass er eine Gelegenheit ergreift. Nur widerwillig lässt sich der Diktator von seinem Kriegskurs abbringen. Vor allem ein Mann hat sich das zum Ziel gesetzt. Chamberlain glaubte an den Frieden, so wie Hitler an den Krieg glaubte. Hitler hat es nicht als sein Schicksal betrachtet, wie er behauptete, denn er war manchmal unsicher. Er sagte, einen Krieg zu beginnen, ist wie in einen dunklen Raum zu gehen. Mit mörderischem Judenhass und fanatischem Nationalismus will der Diktator sein Volk dazu bringen, ihm auf seinem Weg in den Krieg zu folgen. Bedingungslos. Anfang 1938 verbringt Adolf Hitler viel Zeit auf dem Obersalzberg. In der Abgeschiedenheit der Bayerischen Alpen will er sich erholen und den Krieg planen. Möglichst noch in diesem Jahr will er zuschlagen. Die höchsten Militärs hat er schon eingeweiht. Hitler und das Regime sind dabei, nun den Sprung in eine Kriegspolitik zu unternehmen. Das Problem ist aber, dass die eigenen Militärs den Zeitpunkt für nicht geeignet halten, dass es große Reserven etwa im diplomatischen Apparat gibt. Das Problem ist aber vor allem, dass die eigene Bevölkerung keinen Krieg will. Also die zentralen Ziele, die Hitler sich gesetzt hatte, nämlich die Bevölkerung moralisch vorzubereiten auf einen Krieg, diese Ziele hatte er eigentlich in der Jahreswende 37-38 noch nicht verwirklichen können. Die Stimmung im Volk ist nicht mehr so optimistisch wie noch im Vorjahr. Die Versorgung ist schlecht und Kriegsangst macht sich breit. Feldmarschall Werner von Blomberg lehnt die radikalen Kriegspläne Hitlers ab. Trotzdem ist das Verhältnis der beiden vertrauensvoll. Der Kriegsminister bittet Hitler sogar, sein Trauzeuge zu sein. 12. Januar 1938, noch 596 Tage bis zum Kriegsbeginn. Im Reichsluftfahrtministerium an der Berliner Wilhelmstraße findet eine Zeremonie statt, die nur Wochen später eine Staatskrise auslösen wird. In Anwesenheit von Hitler und Luftwaffenchef Hermann Göring werden Werner von Blomberg und Margarete Grun in aller Stille getraut. Das Problem: die Braut ist alles andere als standesgemäß. Er hat auch seinem Führer selbst die Hochzeit bekannt gegeben, beziehungsweise ihn um Erlaubnis als seinem militärischen Vorgesetzten darum gebeten, die Dame heiraten zu dürfen. Sprach auch darüber, dass sie ein Mädchen aus dem Volke gewesen sei, beziehungsweise auch eine gewisse Vergangenheit gehabt habe. Wo man auch sieht, Blomberg selbst wusste mehr oder weniger um die Vergangenheit seiner Frau, hat das aber billigend in Kauf genommen, als er den Führer um sein Ja für diese Hochzeit bat. Der Feldmarschall ist ein glühender Anhänger Hitlers. Als hochdekorierter Veteran des Ersten Weltkriegs genießt Blomberg hohes Ansehen bei den Militärs. Seit seine Frau vor einigen Jahren gestorben ist, sucht der Kriegsminister nach einer neuen Gattin. Blomberg war also schon sehr lange alleine und er war kurz vor seinem 60. Lebensjahr, fühlte sich einsam und hatte wohl begonnen, heimlich auszugehen. Es ist davon auszugehen, dass in dieser Zeit er die Frau kennenlernte, die er dann heiraten würde. Man machte sich schon so seine Gedanken in dem Kreis seiner Umgebung, wusste aber das nicht so genau einzuordnen, weil er diese Tätigkeit doch sehr geheim hielt. Nicht einmal seine engsten Mitarbeiter kennen die Braut. Auch die Trauzeugen Hitler und Göring haben die Dame vorher nicht zu Gesicht bekommen. Blomberg hat alles gemacht, um diese Hochzeit möglichst geheim zu halten, um sie klein zu halten. Es sollte eigentlich etwas sein, was überhaupt nicht im öffentlichen Bewusstsein erscheinen sollte.
es gab ein Foto bei einem Besuch im Leipziger Zoo, das den Feldmarschall in Zivil und an seinem Arm seine frisch vermählte Gattin, die junge Frau, zeigt. Dieses Bild erschien nun, ohne dass Blomberg natürlich davon Kenntnis hatte, in Berliner Zeitungen. Und das löste diese Lawine aus, die wir eben heute als Blomberg-Skandal kennen. In Parteikreisen gilt der Kriegsminister als Offizier mit tadellosem Ruf. Auch Propagandaminister Josef Goebbels hält Blomberg für einen feinen Kerl. Doch schon bald kommen in der Hauptstadt Gerüchte auf, die neue Ehefrau sei eine bekannte Dame der Halbwelt. Im Archiv der Polizei findet sich eine Akte, die Skandalöses enthält. Rasch findet sie ihren Weg zu Hitler. Die Ehefrau des Feldmarschalls, das belegen die Dokumente, ist offenbar nicht nur sittenpolizeilich registriert. Zusammen mit ihrem damaligen Lebensgefährten, einem Juden aus Prag, hat die neue Frau von Blomberg einst Pornofotos hergestellt und verkauft. Hitler ist außer sich. Sein Blick auf das Judentum verbot ihm natürlich die Vorstellung, dass er Trauzeuge einer Frau war, die diese Rassenschande betrieben hat. Das muss für Hitler eine Blamage gewesen sein. Insofern war dieser Skandal für ihn natürlich eine absolute Peinlichkeit und eine der größten Staatskrisen, die das Dritte Reich erlebt hat. Der Schock stärkt Hitlers altes Misstrauen gegen die gesamte Generalität. Auch der Oberbefehlshaber des Heeres, Werner von Fritsch, gerät ins Visier. Der General soll bei homosexuellen Handlungen beobachtet worden sein. Hitler zwingt Fritsch zu einer Gegenüberstellung mit dem einzigen Belastungszeugen. Der General streitet alles ab. Der Diktator zwingt gleich beide Militärführer zum Rücktritt. Die sogenannte Blomberg-Fritsch-Krise. Für Hitler bedeutete diese Krise einen schweren Anschlag auf sein Prestige als Führer. Das waren seine engsten militärischen Mitarbeiter. Und es zeigte sich nun, dass sie, so nahm man das zumindest an, damals durch schwere Verfehlungen in ihrem Privatleben für diese Position nicht geeignet waren. Hitler hat das also als einen persönlichen Affront angesehen. Ich glaube, dass die Schilderungen, die ihn als total niedergeschlagen und verzweifelt in diesen Tagen zeigen, dass sie durchaus trotz aller seiner schauspielerischen Fähigkeiten den Kern treffen. In depressiver Stimmung schottet sich der Diktator von der Außenwelt ab. Wer soll die Wehrmacht führen? Erst am 4. Februar 1938, es sind noch 574 Tage bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs, ringt er sich endlich zu einer Entscheidung durch. Er wird die alleinige Befehlsgewalt über die Wehrmacht persönlich übernehmen. Die Enthüllungen über Frau von Blombergs Vergangenheit waren eine willkommene Gelegenheit für Hitler, von Blomberg und später Fritsch aus anderen Gründen loszuwerden und die Macht auf sich zu konzentrieren, als Oberbefehlshaber der Armee. Keitel setzte er als höchsten Stabsoffizier ein. Dieser war jedoch niemand, der Hitler die Meinung sagte. Es gab einen Grund, dass sein Spitzname Lakaitl lautete. Denn er war Hitlers Lakai. Pikantes Detail, es war Wilhelm Keitel, der die Akte von Frau von Blomberg an Hermann Göring weitergeleitet hat. Wohl wissend, dass er damit die Karriere seines Chefs ruinieren wird. Göring selbst wird zum Feldmarschall und in einem geheimen Erlass zum Nachfolger des Diktators ernannt. Hitler hat dann aber diese Krise benutzt, indem er nun nicht nur die beiden führenden Militärs ausgewechselt hat, sondern ein umfassendes Revirement in dem gesamten Personal vorgenommen hat. Das heißt, er hat tatsächlich sich selber aus dieser Krise wieder hochgearbeitet und hat nun am Ende im Februar 1938 tatsächlich alle Positionen, die für den Übergang zu dieser aggressiven, expansionistischen Politik notwendig waren, mit Leuten besetzt, die er in der Hand hatte. Dazu gehört auch Joachim von Ribbentrop, der neue Außenminister. Als Botschafter in London hatte er sich durch fanatische Linientreue hervorgetan. Ribbentrop war, wie man bei jeder Gelegenheit merkte, ein Blender. Einschätzungen dieser Art finden sich oft in den Korrespondenzen jener Zeit. Er war ein Mann, der hinter den Kulissen Hitler immer wieder bestätigte und so dessen Aufstieg beförderte. Das war seine Strategie, sich im Herzen der Macht zu etablieren. Generaloberst Walter von Brauchitsch bekommt den besonders wichtigen Posten des Heeresbefehlshabers.
ein loyaler Nazi, der Hitlers Führungsanspruch nicht in Frage stellt. Zitat: In der Reinheit und Echtheit nationalsozialistischer Weltanschauung darf sich das Offizierskorps von niemandem übertreffen lassen. Brauchitsch gehört auch dem sogenannten Ehrengericht an, das über seinen Vorgänger Werner von Fritsch befinden soll. Die Anschuldigungen erweisen sich als falsch. Fritsch ist Opfer einer Verwechslung geworden und wird rehabilitiert, wegen Unschuld in allen Punkten. Gut ein Jahr später kommt der General im September 1939 während des Polenfeldzugs ums Leben. Das Dritte Reich ehrt ihn mit einem Staatsbegräbnis. Ich werde mein Regiment nur als Zielscheibe begleiten, hatte er bei Kriegsbeginn geschrieben. Werner von Blomberg, der andere gestürzte Top-Militär, hofft zunächst noch auf eine Fortsetzung seiner Karriere. Hatte er doch immer loyal zu Hitler und dem Regime gestanden. Werner von Blomberg war ein Offizier, der sein Leben wirklich im Dienst des Militärs gesehen hat. Die Enttäuschung darüber, dass Hitler ihn wirklich so hat fallen lassen, war für ihn unglaublich groß. Er fühlte sich wie eingesagt und eingegraben und erklärt eigentlich immer wieder sein Unverständnis darüber, wie man ihn nur wegen dieser Affäre um die Frau hat so abblitzen lassen können und wirklich vergessen hat einfach. Um ihn von Berlin fernzuhalten, wird der Ruheständler mit seiner Frau zunächst ins Ausland geschickt. Mit einem goldenen Handschlag von 50.000 Reichsmark. Sie waren also ein Jahr auf Weltreise. Es war dann doch klar, dass er nicht zurückkommen können würde, wie er gehofft hatte, sondern ins Exil gehen musste. Er hatte ein Haus gekauft, wo er dann mit seiner Frau auch die letzten Jahre des Krieges in Einsamkeit und Verbitterung darüber verbrachte, dass Hitler ihn nicht hat wieder zu sich gerufen, wie versprochen. Allen Anfeindungen zum Trotz hält Blomberg an seiner Ehefrau fest. Er verdanke Margarete, wie er 1945 schreibt, immerhin noch 7 glückliche gemeinsame Jahre. Bei Kriegsende wird Blomberg verhaftet und kommt ins Kriegsverbrechergefängnis nach Nürnberg, wo auch Hermann Göring und Joachim von Ribbentrop der Prozess gemacht wird. Blomberg stirbt im Februar 1946 an Krebs. Nach der Blomberg-Fritsch-Krise zieht sich der Diktator wieder auf den Obersalzberg zurück. Er will endlich Erfolge auf internationalem Parkett, Deutschland, größer machen. Schon länger hat er das Nachbarland Österreich im Visier. Von einer Zoll- und Währungsunion ist die Rede, aber Hitler will mehr. Hitler hatte nach diesem schweren Prestigeverlust Anfang Februar 1938 natürlich das starke Bedürfnis, jetzt mit einem außenpolitischen Erfolg aufwarten zu können. Und den suchte er in der Österreich-Frage. Es hatte ja schon vorher Versuche der Nationalsozialisten gegeben, Österreich gleichzuschalten. Und das war ein weiterer Versuch, hier einen Fortschritt zu machen. Also hat man Schuschnigg sozusagen einbestellt. 12. Februar 1938, noch 566 Tage bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs. Österreichs Bundeskanzler Kurt Schuschnigg reist nach Berchtesgaden. Er weiß, dass keine europäische Macht für Österreichs Unabhängigkeit einen Krieg führen würde. Deshalb ist Schuschnigg bereit, Hitler große Zugeständnisse zu machen. In Hitlers Arbeitszimmer will der Österreicher auf Augenhöhe verhandeln und eröffnet das Gespräch mit ein paar Höflichkeitsfloskeln. Doch Hitler antwortet nur schroff, man sei nicht hier, um über die schöne Aussicht oder das Wetter zu reden. Schuschnigg stammte aus einer Art alten Elite. Seine Verhaltensweise war von Gesprächen, von Höflichkeit geprägt. Er fühlte sich verunsichert durch Hitlers Art. Dieser verhielt sich mal kühl, dann wieder herzlich, mal ungemütlich und dann wieder liebenswürdig. In Wahrheit war es sozusagen die Falle, in die Schuschnigg gelockt wurde, weil Hitler hatte überhaupt kein Interesse daran, sich auszusprechen oder auszugleichen, sondern er wollte Schuschnigg total unter Druck setzen. Hitler hatte gesagt, wer weiß, vielleicht bin ich mit dem ersten Frühlingssturm bin ich in Wien, das kann sehr schnell gehen. Die Österreicher sind ständige Verräter an der deutschen Sache und er hat ihm also ganz offen mit der Wehrmacht gedroht, also mit dem Einmarsch der Wehrmacht. Schuschnigg hat keine Wahl.
Zu übermächtig ist der Nachbar, politisch und wirtschaftlich. Viele Österreicher sehnen sich nach einer Vereinigung mit Deutschland, doch der Versailler Vertrag verbietet das. Schuschnigg ist kein Demokrat. Er regiert Österreich mit harter Hand und kämpft gleichzeitig gegen die politische Linke wie gegen die österreichischen Nazis, die den Anschluss an Deutschland wollen. Schuschnigg war ein Diktator. Keinesfalls warmherzig, aber ein Diktator mit guten Manieren und gutem sozialen Benehmen. Aber dies war nicht von Bedeutung, denn auf der anderen Seite verbot er die Gewerkschaften, Parteien, die ihm nicht passten, und er reduzierte den Präsidenten der Republik auf die Rolle einer Marionette. Immer wieder kommt es zu Straßenschlachten zwischen Hitler-Anhängern und der österreichischen Polizei. Hitler fordert die Ernennung eines Nazis zum Innenminister in Wien. Schuschnigg war innenpolitisch unter Druck, weil die verbotene nationalsozialistische Bewegung in Österreich sich rührte unter dem deutschen Einfluss. Und ihm wurde jetzt ein Abkommen aufgenötigt, mit dem die Nationalsozialisten sozusagen in dem politischen System, was er beherrschte, mit eingebaut werden sollten. Das Ziel war es, Österreich von Deutschland abhängig zu machen, also quasi langfristig gleichzuschalten, wie man damals sagte. Erpressung. Angesichts der Schmähungen und Drohungen sieht Schuschnigg keinen anderen Ausweg, als die Forderungen zu erfüllen. Freie Betätigung der Nazi-Partei in Österreich und die Beteiligung führender Nazis an der Regierung. Der wichtigste und der wirklich entscheidende Punkt war der, dass ein Nazi-Vertrauensmann Innenminister werden soll und den Sicherheitsapparat in die Hand bekommt. Und das war eben jener Arthur Seyss-Inquart, der nicht als Vollnazi galt, aber eben doch jemand, der dem Nationalsozialismus sehr freundlich gegenübersteht. Und er hat sich auch als bester Mann in dieser Position erwiesen, weil er eigentlich genau das gemacht hat, was sich Hitler nur wünschen konnte. In Berlin hinterlässt der neue Wiener Innenminister einen guten Eindruck. Josef Goebbels schreibt in sein Tagebuch: Führer hält Seyss-Inquart für einen braven, anständigen Deutschen. Aber er ist kein Nazi in unserem Sinne. Immerhin, der neue Minister von Hitlers Gnaden steht einer militärischen Lösung nicht im Weg. 20. Februar 1938, 558 Tage vor Beginn des Zweiten Weltkriegs. Hitler hält eine Rede im Reichstag. Seine Botschaft ist klar. Er droht dem Nachbarland erneut mit einem Einmarsch der Wehrmacht. Ich habe Herrn Schuschnigg keine Zweifel rühren gelassen, dass es keinen deutschgeborenen Österreicher von nationalem Anstand und Ehrgefühl gibt, der nicht im tiefsten Herzen den Zusammenschluss mit dem deutschen Volk herbeisehnen und anstreben wird. Ich machte aber Herrn Schuschnigg darauf aufmerksam, dass es der letzte Versuch sein würde, der von meiner Seite aus in Betracht käme, und dass ich entschlossen sei, im Falle des Misslinges dieses Versuches die Rechte des deutschen Volkes in meiner Heimat mit jenen Mitteln wahrzunehmen, die auf dieser Erde seit jeher immer da allein noch übrig geblieben sind, wenn sich die menschliche Einsicht dem Gebot der normalen Gerechtigkeit verschließt. Hitlers Drohung zeigt Wirkung. Die Regierung in Wien steht mit dem Rücken zur Wand. Österreichs Nazis wittern Morgenluft. Kanzler Schuschnigg lässt alle öffentlichen Versammlungen verbieten, mit Ausnahme von Kundgebungen seiner eigenen Partei. Es ist sehr tragisch, aber ich glaube nicht, dass es eine militärische Option gab. Die Armee war sehr klein, keinesfalls in der Lage, sich gegen die Wehrmacht zu stellen, selbst wenn die keine Luftwaffe gehabt hätte. Österreich hatte keinerlei Verbündete. Noch nicht einmal zu den Nachbarn bestanden wirklich freundschaftliche Beziehungen. Kanzler Schuschnigg entschließt sich zu einem dramatischen Schritt. In einer emotionalen Rede ruft er seine Landsleute zur Einigkeit auf. Maßgebend muss bleiben der feste Wille des österreichischen Volkes und die unabänderliche Überzeugung seiner verantwortlichen Führung, dass unser Österreich Österreich bleiben muss. Wir sind in Not! Rot, Weiß, Rot! Dieser Mann, der seine Verfassung verhöhnt hat, nutzt sie im letzten Moment als Vorwand und versteckt sich dahinter. Hier sieht man wieder einmal,
die Vielschichtigkeit der europäischen Elite der Zeit und ihr Unvermögen, auf die neuen Methoden zu reagieren, die sich herausbildeten. Militärische und brutale Methoden. Gangstermethoden, die Hitler anwandte. Hitler, von Schuschnigg herausgefordert, hält an seinem Kurs fest. Die Österreich-Frage werde so oder so gelöst. Der Anschluss werde kommen, ob freiwillig oder mit Gewalt. Man muss bedenken, dass der Anschluss schon lange auf der Tagesordnung stand. Hatten die Österreicher diplomatischen Spielraum? Nur einen sehr kleinen. Viel hing von der Einstellung Italiens ab. Mussolini machte aber am Ende deutlich, dass es keinen italienischen Widerstand geben würde. Das machte einen tiefen Eindruck auf Hitler und er vergaß ihm das nie. Mussolini entzieht Österreich seine Rückendeckung. Hitler lässt dem Duce ausrichten, er sei bereit, mit ihm durch dick und dünn zu gehen. Die Österreich-Frage sei ein Akt der nationalen Notwehr. Die Brennergrenze zwischen den beiden Ländern werde er immer respektieren. Eine militärische Lösung hält sich der Diktator weiterhin offen. Im Reichstag droht Hitler in seiner neuen Rolle als Oberbefehlshaber mit der Schlagkraft der hochgerüsteten Wehrmacht. Das deutsche Friedensheer ist aufgestellt. Eine gewaltige deutsche Luftwaffe schützt unsere Heimat. Eine neue Macht zur See, unsere Küsten. Inmitten der gigantischen Steigerung unserer allgemeinen Produktion wurde es möglich, eine Aufrüstung ohne Zeichen fortzuführen. In Wien widersetzt sich Kanzler Schuschnigg dem Druck aus dem Nachbarland und kündigt eine Volksabstimmung an, die Klärung bringen soll. Es war aber eigentlich im Februar zunächst noch keine Rede von einem Anschluss, also von einer direkten Annexion Österreichs. Das ist eine Option, die dann unter dem Eindruck der Ereignisse sehr schnell reale Gestalt gewann, vor allen Dingen als Reaktion auf die Ankündigung von Schuschnigg, nun eine Volksabstimmung durchzuführen und die Frage der Souveränität, der Unabhängigkeit Österreichs dem Volk vorzulegen. Anhänger und Gegner von Kanzler Schuschnigg reagieren positiv. Das autokratische Regime in Wien setzt auch auf die Stimmen der so lange unterdrückten Sozialdemokraten und Gewerkschafter. Schuschnigg rechnet fest mit 70-75% Ja-Stimmen. Ein gemeiner Querschuss, schreibt Josef Goebbels in sein Tagebuch. Die Nazi-Presse tobt. Hitler zögert. Dann entschließt er sich zum Handeln. 12. März 1938, noch 536 Tage bis zum Zweiten Weltkrieg. Der erste Schritt auf Hitlers Expansionskurs. Deutsche Truppen marschieren in Österreich ein. Die Staatsführung in Wien übergibt den Nazis die Macht. Auf Schuschnigs Befehl leistet das österreichische Bundesheer keinen Widerstand. Im Moment herrscht Schock. Und dann gleichzeitig sagen sich die Leute, okay, aber das ist die Lösung. Ja, man hat uns sowieso immer erklärt, also diese ganze Österreich-Ideologie war ja so, Österreich als zweiter, besserer deutscher Staat. Und okay, wir sind Deutsche, man hat uns immer gesagt, ihr seid Deutsche. Okay, jetzt kommt Hitler, es ist immerhin ein Österreicher und es wird wirtschaftlich jetzt aufwärts gehen. Und so schlug diese Stimmung um. Kameras der deutschen Propaganda sind vor Ort, um den Einmarsch der Soldaten und den Jubel der Bevölkerung zu dokumentieren. Doch der sogenannte Anschluss Österreichs verläuft alles andere als reibungslos. Die Invasion Österreichs, was es am Ende war, und der darauffolgende Anschluss waren nicht das ruhmreichste Lehrstück der Wehrmacht. Die Sache war improvisiert und eine kurzfristige Entscheidung. Die Panzer blieben wegen Benzinmangels liegen. Sie hatten keine vernünftigen Landkarten. Man hatte vergessen, dass die Österreicher, anders als die Deutschen, auf der linken Seite der Straße fuhren, was zu einer großen Zahl von Verkehrsunfällen auf dem Weg führte. Reibungsverluste, aus denen man etwas über die schlechte Vorbereitung der Wehrmacht lernen konnte. Braunau am Inn. Hier ist Adolf Hitler 1889 zur Welt gekommen. Hier überquert er am 12. März 1938 nach 25 Jahren erstmals wieder die Grenze. Der Führer, unser Führer,
betritt als Triumphator den Boden seiner Heimat. Ich denke mir schon, dass dieser Triumphzug Hitlers wirklich inszeniert wurde als Heimkehr des Führers. Führer kehrt in seine Heimat zurück, er bringt sie ins Deutsche Reich zurück. Allein schon, dass er ausgerechnet über Braunau einreist, was ja seine Geburtsstadt war, womit er sonst nicht viel zu tun hatte. Dann die Fahrt nach Linz. Linz blieb er dann mehrere Tage lang und in Linz fallen auch die wichtigsten Entscheidungen und Linz hat er als seine Heimatstadt angesehen. Linz wurde dann ja auch zur Patenstadt des Führers. SS-Chef Heinrich Himmler und Hitlers Statthalter Arthur Seyß-Inquart erwarten die Ankunft des Diktators in Linz. Hitler will Österreich seinem Machtbereich einverleiben, so schnell wie möglich. Mehr als 60.000 Anhänger haben sich auf dem Hauptplatz versammelt. Bundeskanzler Seyß-Inquart wird von der Entwicklung regelrecht überrollt. Unter dem Eindruck des Jubels lässt Hitler in aller Eile ein Gesetz zur Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich ausfertigen. Das souveräne Land wird zur Ostmark degradiert. 13. März 1938, der Tag nach dem Einmarsch in Österreich. Heldengedenktag in Berlin. Hitlers zweiter Mann, Hermann Göring, übernimmt die Kranzniederlegung. Und er übernimmt auch die Aufgabe, die Welt über die rasante Entwicklung im Nachbarland zu informieren. Geschichtsklitterung. Adolf Hitler, unser geliebter Führer, erfüllte das Vermächtnis der 2 Millionen, die ihr Leben auf Deutschland ließen. Deutschland ist wieder eins geworden, wieder ein Volk untrennbar verbunden, in Not und Leid, in Glück und Freude. In wunderbarem Schwung hat das deutsche Volk in Österreich sich in dieser Stunde erhoben und zu seinem Deutschtum bekannt. Ein Jubel, den die Welt vielleicht noch nie erlebt hat, durchtobt heute das deutsche Österreich. Wien erwartet den Führer. 14. März 1938, noch 534 Tage bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs. Immer deutlicher wird Hitlers Kriegskurs. In Wien sind Hunderttausende auf den Beinen und feiern den gebürtigen Österreicher. Die Begeisterung der Menschen, die war schon echt. Also man kann Leute nicht zu solchen Freudenausbrüchen zwingen. Ja. Erstens gab es viele Nationalsozialisten in Österreich von vornherein. Allein die aufzustellen hätte schon gereicht. Aber es griff dann natürlich schon weiter in die Bevölkerung hinein und man ist vielleicht auch oft auch aus Neugierde hingegangen. Und dieses Massenerlebnis hat dann die Leute auch mitgerissen. Aus dem ganzen Land sind Hitler-Anhänger nach Wien gekarrt worden, um ihren Führer und Reichskanzler zu begrüßen. Der Jubel habe an Ekstase grenzende Formen angenommen, erinnert sich später ein Adjutant. Es gibt Berichte von Juden, die sich in Wien vor das Hotel Imperial stellen, um einfach zu schauen, was da los ist. Ja? Und als Hitler rauskommt, heben sie die Hand zum Hitlergruß. Das ist unwahrscheinlich, wird aber oft so beschrieben. Also es hat natürlich wahrscheinlich etwas Mitreißendes, etwas, wogegen man sich fast nicht wehren kann, wenn man einmal mittendrin steckt. Auf dem Balkon des Hotel Imperial zeigt sich Hitler der Menge. Berauschendes Gefühl der Massenbeherrschung, kommentiert Josef Goebbels in seinem Tagebuch. Von den österreichischen Nazis gezielt inszeniert ist auch der nächtliche Fackelzug, der an den Tag der Machtübernahme Hitlers 1933 erinnert. Bis in die Dunkelheit treffen Nachzügler der deutschen Truppen in Wien ein, die wegen schlechter Organisation und Benzinmangels nicht schnell genug vorangekommen sind. Sie werden von österreichischen Soldaten begrüßt, die bereits auf Hitler vereidigt worden sind. Kameraleute der Nazi-Wochenschau sind bis tief in die Nacht im Einsatz, um den Jubel zu dokumentieren. Ich glaube, man darf natürlich auch nicht unterschätzen, dass die Bilder, die wir sehen, nicht die ganze Wirklichkeit wiedergeben. Man weiß ja gerade aus Dörfern, aus den ländlichen Bereichen, dass die Menschen am Anfang sehr, sehr misstrauisch waren, sehr ablehnend waren und man sieht natürlich die jubelnden Massen am Heldenplatz, aber die Leute, die zu Hause sitzen und weinen, sieht man nicht. 15. März 1938, noch 533 Tage bis zum Krieg. Hitler spricht auf dem Heldenplatz.
als Führer und Kanzler der deutschen Nation und des Reichs melde ich vor der deutschen Geschichte nunmehr den Eintritt meiner Heimat in das Deutsche Reich. Eine Viertelmillion Menschen haben sich versammelt. Hier in Wien war Adolf Hitler 1907 als Kunstmaler gescheitert. Als Diktator kehrt er jetzt mehr als 30 Jahre später zurück. Militärparade der Wehrmacht. Ihr Oberbefehlshaber will zeigen, dass er entschlossen ist, seine Ziele auch mit Gewalt durchzusetzen. Hitler redet von Frieden, doch er will den Krieg. Im französischen Exil schreibt der Schriftsteller Klaus Mann: Das pralle, potente Dritte Reich verschlingt mit heiterer Gier den morschen, müden kleinen Nachbarstaat. Als Triumphator kehrt Hitler in das Land zurück, von dem er einst als räudiger Wicht geschieden. Musste es nicht so kommen? Abseits der Inszenierung für die Propaganda ist der Nazi-Terror gegen Andersdenkende und Juden bereits in vollem Gange. Am helllichten Tag werden Gewerkschaftshäuser gestürmt. Die NS-Wochenschau verhöhnt die Opfer. Juden flüchten! In ganz Wien hat der Mob freie Bahn. Jüdischer Besitz wird geplündert. Doch das filmt die Nazi-Propaganda nicht. Mehr als 170.000 Juden leben und arbeiten in der österreichischen Hauptstadt, fast 10% der Bevölkerung. Unter ihnen viele Einwanderer aus Russland oder Polen und Immigranten aus Nazi-Deutschland. Jetzt sind sie schutzlos. Es gab ja eine starke antisemitische Tradition in Wien und die Wiener Nationalsozialisten holten nun innerhalb von wenigen Tagen das nach, was ihre Kameraden im Reich seit 1933 mit den Juden unternommen hat. Und sie gingen darüber hinaus, indem sie willkürlich zum Beispiel jüdische Geschäfte beschlagnahmten und Ähnliches. Recht und Gesetz sind außer Kraft. Die Juden waren vogelfremd. Es war jetzt auf einmal die Chance da, sich zu bereichern. Jeder, der sich eine Hakenkreuzabendbinde organisieren konnte, konnte in ein Geschäft hineinmarschieren und das sozusagen in Besitz nehmen. Wohnungen wurden von irgendwelchen Leuten ausgeräumt, Geschäfte, also große Warenhäuser wurden tagelang ausgeräumt von SA-Leuten. Also es hat einfach das Unterste zu Oberst gekehrt. In den Wochen nach dem Anschluss dreht ein amerikanischer Tourist in Wien diese Bilder. Die Welle der Gewalt ist abgeebbt. Scheinbar geht das Leben wieder seinen normalen Gang. Doch wer genauer hinsieht, erkennt, Antisemitismus ist jetzt staatlich gewollt. Riesige Plakate werben für die Hetzschrift Der Stürmer. Die Zeichen der zahllosen Übergriffe sind noch sichtbar. Schmierereien an Hauswänden und Geschäften zeugen von der Gewalt gegen Mitbürger und Nachbarn. Hunderte sind festgenommen und in Konzentrationslager gebracht worden. Einer offiziellen Statistik zufolge nehmen sich zwischen März und Mai 1938 in Wien 234 Juden das Leben. Das Unrecht geschieht vor den Augen der Welt. In Paris und London berichten Zeitungen ausführlich über die Massenverhaftungen, Selbstmorde und Hinrichtungen in Wien. In New York demonstrieren Tausende gegen die Untaten der Nazis. Auf ihrem Marsch zum Times Square fordern sie die US-Regierung von Präsident Roosevelt auf, gegen die Faschisten in Europa vorzugehen. Zumindest mit Wirtschaftssanktionen, wie schon gegen das japanische Kaiserreich. Doch die US-Regierung zögert. Es gibt keine Mehrheit im Land für ein außenpolitisches Eingreifen zugunsten der bedrohten Demokratie in Europa. Senator O'Mahony, Herr Senator, als Zeitungsmann von der Pressetribüne frage ich mich, was Sie denken. Wie auch immer unsere Meinungen und Sympathien in Sachen Österreich sein mögen, finde ich, dass wir Amerikaner uns besser raushalten sollten. Die USA verharren in ihrer außenpolitischen Isolation.
Nach der Einverleibung Österreichs gerät die Tschechoslowakei ins Visier der Expansionspolitik der Nazis. Dort leben 3 Millionen Deutsche. Die Sudetendeutsche Partei hat sich voll auf Seiten Hitlers geschlagen. Ihr Anführer Konrad Henlein will auch heim ins Reich, so wie die Österreicher. Die demokratisch gewählte Regierung in Prag ist alarmiert. Präsident Eduard Beneš ahnt, dass Hitler erst Ruhe geben wird, wenn er ganz Europa beherrscht. Die kleine Tschechoslowakei setzt auf militärische Stärke und Bündnispartner wie die Sowjetunion. Doch Kreml-Herrscher Josef Stalin hatte die Annexion Österreichs tatenlos hingenommen. Auch aus Paris kommt kein Widerstand gegen Hitlers Expansionskurs. Wirtschaftskrisen und ständige Regierungswechsel sorgen dafür, dass Frankreich vor allem mit sich selbst beschäftigt ist. Es gab viele Warnungen von Insidern, dass es passieren könnte. Der Zeitpunkt des Anschlusses kam jedoch unerwartet. Das war er sogar für einige von Hitlers Generälen, als sie den Marschbefehl bekamen. Es war also wirklich eine Überraschung für die ausländischen Regierungen, als es tatsächlich passierte. Auch London lässt den Aggressor Hitler gewähren. Premierminister Chamberlain setzt darauf, Hitler entgegenzukommen, um einen großen europäischen Krieg zu vermeiden. Aus Protest gegen die Politik des sogenannten Appeasements ist Außenminister Anthony Eden schon Ende Februar zurückgetreten. Doch noch hat Chamberlain eine Mehrheit hinter sich. Der Nachfolger Lord Halifax ist auf Linie. Halifax glaubte an den Erfolg der Appeasement-Politik. In Deutschland herrschte große Unzufriedenheit wegen des Versailler Vertrages. Wenn man also Korrekturen vornahm, konnte es Frieden geben. Ich glaube nicht, dass es eine zynische Einstellung war. Die Londoner Times kommentiert den Anschluss Österreichs lakonisch. Vor 200 Jahren habe sich ja auch Schottland England angeschlossen. Der Anschluss konnte unter dem Prinzip der nationalen Selbstbestimmung abgehakt werden. Schließlich sprachen die Österreicher Deutsch. Und sie schienen nicht sonderlich unglücklich zu sein über die Panzer, die durch ihre Straßen fuhren. Zu erwähnen ist aber auch, dass die Wehrmacht jetzt über zusätzliche 8 Infanteriedivisionen verfügte. Aber natürlich lag jetzt der strategische Fokus auf der Tschechoslowakei, den dortigen sudetendeutschen Gebieten. Noch werden Aufrüstung und Expansion der Nazis tatenlos hingenommen. Lord Halifax hält Hitler sogar für einen verlässlichen Partner, dessen Friedensbekundungen ernst gemeint seien. Der Flughafen Tempelhof in Berlin. Der 1936 begonnene Neubau ist damals eines der größten Gebäude der Welt. Symbol der wahnsinnigen Pläne des Diktators. 16. März 1938, noch 532 Tage bis zum Kriegsbeginn. Hitler kommt zurück aus Österreich. Josef Goebbels hat alles für den Empfang in der Hauptstadt vorbereitet. Nach offiziellen Angaben mobilisiert der Propagandaminister 2,5 Millionen Menschen, um die Triumphfahrt Hitlers durch Berlin zu bejubeln. Der Diktator scheint in diesen Tagen so populär wie nie zuvor. Auch weil die Expansion ohne Blutvergießen gelungen ist. Es gibt eine Notiz in den Goebbels-Tagebüchern, da hält Goebbels fest, unmittelbar nach dem sogenannten Anschluss von Österreich, Hitler hätte gesagt, wir sind jetzt wie eine Boa Constrictor, die verdaut. Das heißt, wir brauchen eine gewisse Ruhe und dann geht es wieder los. Dann werden wir weitere Territorien uns aneignen. Also diese Äußerung, die zeigt ja, dass Hitler zu diesem Zeitpunkt keinen klaren Plan hatte. Er wartete im Grunde genommen, wie die Dinge sich jetzt entwickeln würden. Er war sich aber im Klaren, dass er diese Politik, die aus seiner Sicht ja erfolgreich gewesen war, diese Expansionspolitik, fortsetzen würde. Aber er war sich nicht mehr so ganz klar, in welche Richtung das nun gehen sollte. Sein Kontrahent, Ex-Bundeskanzler Kurt Schuschnigg, wird in seiner Wohnung im Wiener Schloss Belvedere festgehalten und streng bewacht. Bei seiner letzten Rundfunkansprache hat er sich mit den Worten verabschiedet: Gott schütze Österreich. Kurt Schuschnigg hätte, so viel bekannt ist, die Möglichkeit gehabt, also aus Österreich abzufliegen. Es stand ein Flugzeug angeblich bereit, aber er hat das abgelehnt.
Dann ist er in Hausarrest. Dann kommt er in die Gestapo-Zentrale, wird dann später nach Deutschland verlegt, wird in Berlin lange befragt. Die Idee Hitlers und Goebbels ist ja auch immer, einen Schauprozess gegen ihn zu machen, aber die kommen bald drauf, das funktioniert nicht, das geht nicht. Und dann kommt er ins KZ, er kommt in einen prominenten Trakt, also es geht ihm relativ gut dort. Diese Aufnahmen zeigen Schuschnigg beim Spaziergang im Garten des Belvedere. Als Geisel der Nazis wird er den Zweiten Weltkrieg überleben und später in die USA auswandern. Erst 1968 kehrt er nach Österreich zurück. Leonding, ein Vorort von Linz. Hier hat Hitler einen Teil seiner Jugend verbracht. Auf dem Friedhof liegt das Grab der Eltern. Nach dem sogenannten Anschluss wird er zum Wallfahrtsort. Der Oberbefehlshaber des Heeres, Walter von Brauchitsch, legt im Namen der Wehrmacht einen Kranz am Grab nieder. Der gefürchtete Vater Alois war 1903 gestorben, die geliebte Mutter Clara 1907 an Krebs. Der Kult um Hitlers Vorfahren treibt bizarre Blüten. In der aus dem 12. Jahrhundert stammenden Marktgemeinde Döllersheim im niederösterreichischen Waldviertel wurden die Großmutter und der Vater unseres Führers geboren. Wir sehen das Geburtshaus der Großmutter Maria Anna Schickel-Gruber und das Geburtshaus des Vaters Alois Hitler, ein Kleinbauernhaus in Stronetz. Im Markt Döllersheim fand eine Weihefeier statt, bei welcher unter Teilnahme der Vertreter von Staat und Partei eine Hitler-Eiche zu Ehren des Führers und seiner Vorfahren gesetzt wurde. Das wird selbst dem Diktator zu viel. Hitler lässt solche Aktionen verbieten. 7. April 1938, noch 511 Tage bis Kriegsausbruch. Hitler reist erneut nach Linz. Für den 10. April ist eine Volksabstimmung angesetzt, bei der die Österreicher in freier und geheimer Wahl auch offiziell die Eingliederung des Landes ins Deutsche Reich absegnen sollen. Hitler ist seit Tagen in Deutschland und Österreich auf Wahlkampftournee. Dieses Land und dieses Volk kommt nicht zum Reich in einer demütigenden Rolle. Ich selber führe euch ein. Deutschland, Sieg heil! Gleichzeitig wird in Nazi-Deutschland der Reichstag gewählt. Zugelassen ist nur die Einheitsliste der NSDAP. Amateuraufnahmen aus Nürnberg. Das Ergebnis? 99% Zustimmung im Reich. In Österreich sogar 99,74% für die Vereinigung mit Deutschland. Die 99% sind einmal zum Großteil natürlich auf diese massive Propaganda zurückzuführen. Dann muss man sagen, dass die Leute auch unter Druck gesetzt wurden. Unbedingt mit Ja zu stimmen. Du bist ein guter Deutscher, wenn du Ja sagst. Und unterschwellig wurde natürlich auch gedroht, wenn du Nein sagst, dann wer weiß, was dir passiert. Also es wurde nicht direkt ausgesprochen. Man muss auch sagen, dass die politischen Gegner und Juden also ausgeschlossen waren von dieser Wahl, von dieser Abstimmung. Es wurde meistens offen abgestimmt. Also die Leute gingen da rein und es wäre schon sehr verdächtig gewesen, in die Wahlkabine zu gehen. Also ein guter Deutscher, da hast du den Zettel, da machst du jetzt dein Kreuz. Diesen Zettel da, also der war ja riesig groß und das Nein war ganz klein daneben. Ein Wunder ist geschehen, schreibt Josef Goebbels in sein Tagebuch. Der schönste Lohn unserer Arbeit. 20. April 1938. Berlin feiert Hitlers 49. Geburtstag mit einer Parade der Wehrmacht. Am nächsten Tag wird der Diktator befehlen, Kriegspläne gegen die Tschechoslowakei auszuarbeiten. Er verlangt einen Überfall aus heiterem Himmel, ohne jeden Anlass oder Rechtfertigungsmöglichkeit. Bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs sind es da noch 497 Tage.